Jo, auf in die Stadt. Wir wollen. Nein, Girogon, wir wollen nicht reisen. Wir wollen zurück in die Stadt. Wir wollen uns ausruhen. Also Sachen reparieren, Essen kaufen, Trinke kaufen, Ausrüstung stöbern, was man so gebrauchen kann. Zaubersprüche kaufen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben viel zu wenig Zaubersprüche. Da ist nicht wirklich viel mit Taktik. Da ist nur Feuerpfeil, Eisstacheln, hauen, hauen. Feuerpfeil, Eisstacheln, hauen, hauen. Okay, ab und nach diese Rüstung, aber das war's dann auch. Und vielleicht ein Debuff, was die Rüstungsklasse angeht von Talana, aber geht noch einiges. Vor allem Heilzauber wäre sehr schön. Oh ja, gucken wir erstmal. Hier vorne war. Was für ein What Laden? a lovely town. Biblio, das klingt gut. Arcane Bibliothek. Willkommen. Zauberlernen. Zauber für Talana kaufen. So. Du hast noch keinen Fackelschein. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Gefahrensinn. Was machst du? Ihr spürt die Anwesenheit von Feinden in der Nähe und seht sie auf der Minimap. Wirkt 41 Runden lang. Boah. Dann können wir uns aber auch den Pirscher da holen, der vor der Taverne rumhängt. Luftabwendung. Plus 7 Widerstand gegen Luftmagie. Funkenflug. Elektrische Funken fliegen und fügen allen Feinden auf angrenzenden Feldern 15 bis 29 Schaden zu. Wir haben Luft noch nicht wirklich gesteigert, also bringt uns das nichts. Arkane-Abwendung. Zeitstase. Die anvisierten Feinde werden im Nahkampf in einen Zustand der Zeitlosigkeit gesetzt. Sie können diese Runde nicht angegriffen werden, aber auch selber weder angreifen noch sich bewegen. Hält sich so weit in Grenzen. Oh, ihr spürt das Vorhandensein von Geheimnissen. Das ist gekauft. Dunkelsicht verbessert die Sehfähigkeit. Und der war auch echt schick. Fackelschein war zwar schön atmosphärisch, aber man sah nicht so wirklich viel mehr. Aber der hier, der ist gut. Der ist auch gekauft. Die Abwehrzauber. Sollten wir uns langfristig alle zulegen. Aber jetzt erstmal nicht. Feuerabwendung. Was haben wir so an Gegner als nächstes? Wir haben die Nagas, die werden Wasserschaden machen. Und wir haben keine Wasserabwehr bei Talana. Das könnten wir vielleicht bei Yallen hinbekommen. Also, Zauber für Yallen kaufen. Wasserabwendung, der ist gekauft. Ihr friert den Boden unter den Füßen einer Gruppe von Feinden ein. Sie können sich in dieser Runde nicht bewegen. Eine ganze Gruppe von Feinden? Das müssen wir mal testen. Okay, ich glaube, ich habe gerade mit Rechtsklick aus Versehen gekauft. Regeneration ist gekauft. Giftheilung ist gekauft. Verbessert eure Sicht in der Dunkelheit. Oh, ich glaube, der war auch praktisch. Also so in der Reihenfolge von Effektivität wäre das, glaube ich, Fackelschein, Lichtkugel, Nachtsicht. Elras Licht zeigt nahe Fallen an. Das müssen wir auch im Auge behalten. Denn als es nur Akt 1 gab, also noch vor ein paar Patches, gab es zwar Fallen, aber die waren recht komisch. Also die hatten fast gar keinen Schaden gemacht, zum Beispiel. Die sollen auf jeden Fall auch gefixt worden sein. Mal gucken, wie die jetzt sind. Also könnte man kaufen, aber das ist mir die 350 Gold momentan nicht so wirklich wert. Weckt das anvisierte schlafende Gruppenmitglied auf, das ist gekauft. So. Schon haben wir fast kein Gold mehr. Raus hier. Raus, 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 raus hier. Sonst gebe ich noch mehr Gold aus. Das war das Erste. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Du, zeig mein Inventar. Wir haben Sachen zu verkaufen. Wir haben eine Menge zu identifizieren. Hast du eigentlich ein Schild direkt? 2 Rüstungswert. 7 Rüstungswert. Benötigt mindestens Expert. Okay, das wird schon mal nicht verkauft. Das wird verkauft. 4 Rüstungswert. 2 Rüstungswert. Klick. So, trägt noch jemand ein Schild? Kannst du ein Schild tragen? Nein. Okay, das weg. Das weg. Gut. Also. Warum ist hier ein Punkt? Da kommt wohl noch ein NPC hin. Oder war mal einer, der rausgenommen wurde. Wie zum Beispiel der Witzeerzähler.
Der wurde hier rausgepatcht, jedenfalls vorläufig. Hier bei der Waffenhändler. Taverne, wir brauchen was zu essen. Goblin-Wachturm. Mhm. Dienste, Proviant kaufen. So. Hast du irgendwas Neues? Das Bestiarium. Nächste Seite, nächste Seite. Ja, wir helfen dir. Nächste Seite, zurück. Gut. Der Auftrag lautet, wir sollen einfach nur Monster töten, was wir eh tun werden, und dann darüber Notizen machen. Und dann später zu ihm zurückgehen und Bericht erstatten. Das ist nicht wirklich schwer. Hatten wir bei unserem ersten Tavernenbesuch übersehen, ne? So, hier ist die Alchemistin-Identifikationsfrau. Das heißt, hier verkaufen wir unseren ganzen Kram. Ah, das ist gerade eine Ratte. Achso, es war ein Kork. Okay. Waren durchsehen, handeln. Weg, 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 weg. Ja, rechte Maustaste ist praktisch. So, 1400. Wir gucken uns nicht die schönen Sachen an, die wir kaufen könnten. Sondern wir bestimmen erstmal unsere Ausrüstung. Ausrüstung bestimmen. Alle Objekte bestimmen. Raus. Ganz raus. Gucken, was wir Tolles haben. Wirst du wohl mal. Genau. Also, wir haben eine goldene Armbrust. Benötigt mindestens Stufe Experte auf Fähigkeit Armbrust. Plus 6 bis 8 Schaden, minus 3 Schaden Erde. Wie genau funktioniert das? Und Experte in Armbrust. Wer wird denn am ehesten Experte in Armbrust? Sie konnte auch Armbrüste benutzen. Aber sie wird das für ihre Zauber benutzen. Also ja, Tirik oder Gerugon oder beide. So, die Frage, warum man da Punkte draufsetzt. Momentan steigern wir bei ihm ja eigentlich nur Schwerter und bei ihm eigentlich nur Äxte. Damit sie möglichst viel Schaden machen. Und mit den Zauberern mithalten können, was den Schadensoutput angeht. Ja, kommt auf jeden Fall in die obere Reihe. Sowas mit dir. Du brauchst Expertin Fähigkeit Schild. Du brauchst Anfänger in der Fähigkeit magischer Foki. Das ist übrigens eine Sache, die ich übersehen habe bei Talana. Talana braucht nämlich gar keine Dolchfähigkeit, sondern sie hat ja schon den magischen Fokus. Als quasi Waffenfähigkeit. Das kann ich mir kurz hier zeigen. Achso, Fertigkeiten. Genau hier, magischer Fokus. Das erhöht die Trefferchance, die kritische Trefferchance bei Zaubern, wenn ihr einen magischen Fokus führt. Was wir also immer tun sollten. Und es sorgt dafür, dass wir magische Fruki auch im Nahkampf benutzen können, als Angriffsart. Dann kommt immer diese bunte Schadensanzeige, weil das halt Elementarschaden ist. Ja, also den einen Punkt in Dolche hätten wir sparen können. Ist ein Punkt. Ist nicht schön, aber es geht ja jetzt nicht mehr anders. So, der Schild kann weg, weil wir haben nur einen Schildträger, das ist er. Und sobald der Experte ist, kann er den tragen. Gut, wir haben jetzt 1034 Gold. Wir müssten eigentlich noch seinen Helm reparieren, aber es macht keinen Unterschied. Weil es sind nur 10% weniger Rüstungswert und es wird gerundet. Also, Das heißt, wir sollten uns vielleicht lieber andere sinnvolle Sachen hier kaufen. Was hast du denn Schönes? Jetzt können wir auch stöbern, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wir können einmal ganz viele Tränke kaufen, damit wir weniger oft nach Hause müssen und uns weniger den Kopf machen müssen, wann wir die Tränke benutzen. Wir hätten noch plus 1 Stufe in der Fähigkeit Mystik. Das klingt sehr gut. Arcane Disziplin. Ja, Stärke Alexi. Ja, 7000 Gold. Gegengifte brauchen wir auf keinen Fall. Ich kauf mal alle davon. Und ich kauf mal alle davon. Und dann dürften wir erstmal genug Tränke haben für so ziemlich jeden Kampf. Zurück. Und raus hier. So, was wollen wir noch in der Stadt machen? Ich glaub nix. Das
rote Hammer-Symbol, das war ein wenig störend, aber ich habe jetzt nicht so wirklich Lust, zu dem Zwergenschmied zu gehen, da dann zu reparieren und dann da dann noch zu stöbern. Und nee, komm, wir gehen jetzt einfach los. Mit unseren 680 Gold, die echt nicht mehr viel sind. Nee, wir sollten rasten. Also brauchen wir gleich schon wieder einen von den 6 Nahrungseinheiten, die wir dabei haben. So. Dienste, Rasten, 20 Gold. So, jetzt haben wir unseren schönen Buff wieder. Mehr Macht, Magie, Wahrnehmung und Glück. Mhm. Hier unten waren wir fertig, da müssen wir nicht mehr rein. Auch wenn ich gerne so in ein, zwei Monaten da reingucken will, ob es vielleicht doch einen Respawn jetzt auch von den Dungeons gibt. Aber das war, glaube ich, nicht geplant. So wie ich das verstanden hatte. Also jedenfalls nicht Kisten und dergleichen. Gegner, müssen wir mal gucken. So, nächste Frage. Räumen wir weiter die Umgebung auf oder gehen wir jetzt zielstrebig irgendwo hin? Wir können zum Beispiel zielstrebig zu den Banditen gehen oder wir können zielstrebig zu den Nagas gehen. Wobei, der Naga-Boss war schon ziemlich happig damals. Waren allerdings auch die Katana-schwingenden Nagas, die Krieger. Und der, den wir letzte Folge probiert hatten oder vorletzte, der war nicht so wirklich stark gewesen. Also, ich glaube... Richtig, wir wissen, dass hier Brigands sind. Und die wollen wir jagen, wegen ihr da. Die sucht nämlich ein Buch. Stimmt, das ist ein Argument, das gegen die Naga sprechen würde. Wir würden sie die ganze Zeit mitschleppen und sie wundert sich, was zur Hölle mache ich hier? Ja, Brigands. Wo waren die Brigands eigentlich? Also einmal haben wir noch die Dinger hier und da oben wollten wir was nachgucken. Ich glaube, die Brigands sind da hinten irgendwo gewesen. Something's coming our way. Be ready. Ja, es kommt etwas. Es wird der Wolf da hinten sein. Oder die der Wolf. Schaufel? Wow, okay. Alles plündern. Wolf? Wolf, ich stehe ein Feld vor dir. Genau, komm schön hin, dreh dich nicht im Kreis. Das ist super. Hauen, Eis. Feuer. Was ist mit dir, Spinny? Kommst du jetzt auch? Nein. Okay. Lesen. Eine kleine Inschrift lautet: Dieser Schrein wurde dem JSD 565 zum Gedenken an die Tapferkeit errichtet, die bei der Verteidigung Aschans gegen die Dämonen ihr Leben gaben. Hier mussten wir auch irgendeinen Auftrag erledigen. Ich weiß nur nicht mehr, welchen und wo der war. Sollten wir uns vielleicht in der Stadt nochmal ein bisschen umgucken später. Also, ne? Wenn wir das jetzt mal zwangsläufig in die Stadt müssen. So, komm her. Hauen. Eisstrahl, Feuerstrahl, Quatsch. Level up. Alle bis auf Jallen. Das ist komisch. Warst du einmal ohnmächtig? Hallo, Frau mit vielen Armen. Die Gruppe fühlt sich gesegnet. Oh, warte mal. Nee, das war keiner von den großen Segen. Sehr komisch. Und du kriegst keine Erfahrungspunkte, wenn du nicht angelegt bist. Ja, okay, das hätte man sich fast denken können. Wäre sonst auch komisch gewesen. Ist das hier neu? Ich glaube, da hinten sind Banshees. Und das ist hier definitiv neu. Also dieser Ruinenkomplex da. So, nein, fang nicht damit wieder an. Komm her, ist alles gut. Komm her, versuch uns zu töten. Und stirb bei dem Versuch. Das wär's nicht. Na, komm her. Komm, bei Fuß. Okay, dann halt hauen, Eisstrahl, Feuer. Und er ist eigentlich nicht da hinten, sondern er ist hier vorne gewesen. Also... Man muss einfach nicht seinen Augen vertrauen, was die Wölfe angeht. So, du hast auch noch keinen Stufenanstieg. Du warst aber doch immer bei Bewusstsein, oder? Du bist ein Krieger, verdammt.
Ja, die sind alle vier, bis auf Gerogon. Na komm, müssen wir schnell mal irgendwas töten. Dich da zum Beispiel. Verteidigen. Oh, wir hätten uns noch ein Feld bewegen können. So, hau, Eis, Feuer. Gerogon, du sollst streien, juhu, Level up. Minnow. Na gut, Wolf, komm her.